Also ganz, ganz wichtig, Verlässlichkeit in den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sie müssen natürlich wissen, ja, wie die Energiepolitik der Bundesregierung aussieht. Sie müssen wissen auch, wie werden sich, sag mal, wie wird sich der Mix aus erneuerbaren Energien und konventioneller Energie entwickeln. Man braucht eine Vorstellung, wie entwickeln sich die Strompreise, ja? Wie funktioniert die Energieversorgung der Zukunft. Also all das sind verlässliche Rahmenbedingungen, auch in Bezug auf Förderung, um einfach zu sagen zu können, weil die Planung der Unternehmen ist sehr langfristig und die Investitionen, die sie tätigen in die Energieeffizienz, sind sehr langfristige und deshalb nochmals Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen und dann ja, wird es Ihnen helfen.